Alles an mir ist entflammt. Meine Stimme, mein Körper, meine Hände. Ich erbebe vor Verlangen, mich auszudrücken. Aus der Erde heraus feiere ich. Vom Himmel kommt meine Antwort. Aus der Erde kreiere ich seinen Körper. Aus dem Raum seine Behausung. Dieser Überfluss und diese Schönheit sind mein Quell. Mein Körper ist das Instrument, mit dem ich mich ausdrücke. Ganz gleich, ob Kleidung oder Textilien, Töpfe oder Gerätschaften aus Lehm und Metall, Lichter, die die Nacht erhellen, oder symbolische Bilder auf Fußboden und an Wänden, überall, wohin das Auge schaut, findet es Dinge von großer Schönheit, im Alltag angefertigt von einfachen Menschen, von denen jeder gewissermaßen ein Künstler ist oder in der Kunst lebt. Das Formlose hat Attribute und ist attributlos und wird aufgenommen von der kosmischen Lehre. Selbst hat er die Schöpfung erschaffen. Selbst meditiert er über sie. Aufgenommen wird er von der kosmischen Lehre, wo nicht angestimmte, mystische Musik spielt. Jenseits des Fassbaren liegt dieses unbegreifliche Wunder. Hier in Lothal, inmitten der Ruinen von Indiens erster großartiger Zivilisation, der Industrial-Zivilisation. Dies hier sind stumme Zeugen einer einst lebendigen und von Lebensfreude durchdrückenden Gesellschaft, die vor 5000 Jahren hier existierte. Erstaunlicherweise sind inmitten den Topfscherben, Siegel, winzigen Skulpturen und sogar Spielzeug, das an diesem Ort entdeckt wurde, Spuren von dem zu finden, was sich zur einmaligen indischen Ästhetik entfalten sollte. Diese Zivilisation verschwand zwar, ihre Seele aber scheint überlebt zu haben. Ein Topf, ein Töpfer. Und einer, der das Universum schuf. Eine Scheibe, die sämtliche Skulpturen schuf. Und ein Punkt im Zentrum, wo der Kern ruht.
Früher wurden Ochsenkarren als Transportmittel verwendet und ein Ochsenkarren hatte immer hölzerne Räder, die über Feldwege holperten. Der Karren rüttelte und ruckte in regelmäßigen Abständen. Und so entwarf man ein Gefäß, aus dem man problemlos trinken konnte. Es war so gestaltet, dass man es in den Mund nehmen konnte, um kein Wasser zu verschütten. Ich werde Ihnen eines dieser Beispiele zeigen. Schauen Sie sich die hier an. Nun, Sie werden glauben, dass dies eins mit einem Deckel ist, wobei der Deckel aber kein Deckel ist. Es ist ein doppeltes Gefäß, zwei in einem. Es ist gleichzeitig Deckel und Topf. Das Wasser kann so getrunken werden und der Hals wurde auch besonders lang gestaltet, damit das Wasser nicht verschwinden konnte. Und immer wenn der Wagen ruckt, wird weder der Topf wegrutschen noch Wasser verschüttet. Das hier ist ein anderes Gefäß, das wunderschön geformt und technisch perfekt ist, ohne dass man dazu erst eine technische Hochschule besuchen musste. Die Milch wird hier hineingegossen und dann transportiert. Die Kante ist so geformt, dass die Milch einfach nicht auslaufen kann. Wenn die Frauen in Indien Wasser vom Brunnen holen, müssen sie meist längere Strecken zu Fuß laufen. Das hier ist ihr Überkörper und das Gefäß ist so gestaltet, dass es an die Hüfte gesetzt werden kann und sie es so halten kann. Auf diese Art kann außerdem noch ein anderes Gefäß getragen werden. Obwohl ich Maler bin, glaube ich, dass das, was Indien besitzt, seine Volks- und Stammeskunst eine großartige Tradition ist. Volk- und Stammeskunst ist auch eine Kunstform, die aus dem Inneren kommt. Sie ist von großer Kreativität. Es gibt so viele Menschen, die niemand kennt und die auf dem Land leben und auf Erfahrungen blicken, die viele Generationen alt sind und heute noch diese tiefe Schönheitsempfinden haben. Und wie ausgezeichnet sie sich ihrer modernen Umgebung anpassen und welch herrliche Dinge sie kreieren. Wie soll man sie nun nennen? Sie leben im Einklang mit der Natur. Sie sind zufrieden, was einfach wunderbar ist. Vor dem 19. Jahrhundert dienten die Wandmalereien und Idole der Volksstämme zum Beschwören ihrer Götter und Besänftigen der Geister, was zum Hersagen von Sprechgesängen und mit Musik geschah. Der Geist ergriff von einer bestimmten Person Besitz, die anwesend war und die den Geist bat, sich in der Wandmalerei oder im Idol niederzulassen. Und so wurden diese Dinge heilig. Vor dem 19. Jahrhundert wurden keine Dinge angefertigt, die man einrahmte und an die Wände hing oder als Schischmuck verwendete. Es gab nichts, was nur rein dekorativ war, alles hatte eine Aufgabe zu erfüllen, war funktionell. Eine Frau zum Beispiel fertigt ein Schaltuch als Mitgift für ihre Tochter an. 5 Jahre lang arbeitet sie an dem Stück und bestickt es schön. Dann verziert sie es mit einer Borde, vielleicht sogar 7 kleine Borden, weil sie sich beim Sticken vorstellt, wie ihre Tochter heranwachsen und heiraten wird und sie ihr dann diesen Schal schenken will. Und so würden nur meiner Meinung nach Dinge angefertigt, die alle irgendwie eine ganz bestimmte Aufgabe zu erfüllen hatten und die deshalb mit großer Sorgfalt und nicht routinemäßig entstanden. Ein Bild kann nicht ohne ein Lied auf den Lippen gemalt werden. Wissen Sie, ein Schuster wird einen Schuh reparieren und dann einen Augenblick still da sitzen, genauso wie es ein Töpfer tun wird, und dann ein hübsches, frommes Lied von Surdas oder Tukaram anstimmen
oder jemandem anderen, wann wir dagegen arbeiten, dann hören wir meiner Meinung nach auf, das Leben dazwischen zu sehen, das in unserem Land so bunt ist. Für die Menschen in Indien ist das Leben da, um Freude zu haben und es zu genießen. Leben bedeutet, Schönheit zu realisieren in ihrer vollkommensten Form. Die Natur zum Beispiel ist schön und ist, diese Schönheit ist es, die man beobachtet, in sich aufnimmt, bewundert und die Ausdruck findet in der indischen Kunst. Kunst inspiriert das Leben inspiriert die Kunst. Wo sonst gibt es noch Orte auf der Erde, wo die Kunst nicht vom Leben isoliert existiert, kein Museumsstück ist, nicht etwas, was man im Klassenzimmer lernt und dann, wenn man das Zimmer verlässt, wieder vergisst? Nun, diese Kontinuität in kultureller Hinsicht im Leben der Menschen in der Kunst gibt es hier in Indien nach wie vor. Die Erfahrenen in Kathak waren genauso. Wenn man uns eine Geste oder andere tänzerische Pose beibrachte, brauchte man nur aus dem Fenster zu sehen, um zu sehen, wie die Frau unseres Gurujis genauso da saß, wie wir es gelernt hatten, um ihre Chapatis zu kochen oder Sandholz zu treiben. Der Pujari kam ins Zimmer, machte alles für das Arti zurecht und sang das gleiche Shloka, was wir gerade lernten. Diese Dinge waren es, diese Atmosphäre war es, die nach wie vor existiert. Und ich hatte das große Glück, gleich den richtigen Guru zu finden. Und ich hatte das Glück, gleich den richtigen Guru zu finden, weil ich ohne Guru Kelucharan Mahapatra wahrscheinlich etwas anderes geworden wäre und mein Leben einen ganz anderen Verlauf genommen hätte. Tänzer blicken tief in die Vergangenheit, wie auch in ihr eigenes Inneres. Wenn sie ein guter Tänzer sind, können sie meiner Meinung nach innerlich eine Verbindung zu ihrem Selbst und äußerlich zu anderen Menschen herstellen. Angenommen, ich will den Flug eines Vogels darstellen, dann wäre das nur eine Geste, das Symbol eines fliegenden Vogels. Ich aber denke daran, worum es beim Tanz geht und dass der Tanz aus dem, was die Tänzerin tut, etwas Lebendiges macht. Und so muss sie sich wie ein Vogel fühlen, in den Flug des Vogels hineinversetzen, was etwas sehr Emotionales ist. Wissen Sie, man macht einen ununterbrochenen Wandel durch. Ich erinnere mich an eine Aufführung des Tanzdramas vom Ramayana-Epos mit Hanuman.
dem getreuen Anhänger Ramas. Und wie er auf der Bühne herumsprang, und ich dachte mir, meine Güte, dieser junge Mann kann aber springen. Als ich ihn nach der Aufführung sah, war ein alter Mann, der sich an zwei andere lehnte und kaum laufen konnte. Und als ich ihn fragte, wie das nur möglich war, da sagte er, dort war ich Hanuman und jetzt bin ich nur ein gewöhnlicher Sterblicher. Kathakali-Schauspieler sollen nach dem Anlegen des Make-ups nicht in den Spiegel schauen. Deshalb auch werden sie von anderen zurechtgemacht. Sie legen sich dazu hin und ein Chuttikarnath, wie man ihn nennt, bringt das Make-up an. Und so verwandeln sie sich ganz allmählich in den Charakter, den sie darstellen werden. Die Verwandlung des Schauspielers in den von ihm dargestellten Charakter befreit den Menschen von seiner Individualität und Subjektivität und führt die Gefühle von einer rein persönlichen auf eine höhere, universale Ebene. Die ausführliche Klassifizierung der Kunst, das Rasa, gibt dem Künstler oder Schauspieler, ganz gleich ob Musiker, Tänzer, Maler, Bildhauer oder Architekt, die Freiheit über die unendliche Vielfalt der innersten Gefühle des Menschen und in universale Charakter nachzudenken und ihnen auf den Grund zu gehen. Das, was man tut, ist, sich das Leben in seiner Gesamtheit anzuschauen. Gewächse und Bäume, Blumen, Mond und Himmel, Sonne und Vögel, einfach alles. Und dann extrahiert man ihnen ihr grundsätzliches Wesen und verwandelt es in eine Reihe von geistigen Bildern. Wenn Sie sich Buddhas Gesicht betrachten, so sagt Ihnen sein Lächeln alles. Es ist eine Geste, das Lächeln ist eine Geste. Oder es sind körperliche Gesten, wie in den indischen Miniaturmalereien, in denen die Lebende in sich zusammensinkt, sodass man ihre Verzweiflung ohne weiteres verstehen kann. Wenn Sie aber nach oben schauen auf die Natur, sehen einen See mit einem sehr klüfteten Ufer. Damit soll nicht ein bestimmter geografischer Ort dargestellt werden, sondern die raue, steinige Landschaft der Gefühle. In dem Augenblick, in dem Sie diese Beziehung zwischen sich bzw. Ihrem Ego und diesem anderen erbarmungslosen Meister, dem Selbst, hergestellt haben, stellt es Sie vor eine große Herausforderung als Mensch. Und zwar verlangt es ein doppeltes Opfer. Einerseits unpersönlich zu sein, ihr Ego aufzugeben und andererseits intensive Gefühle wiederzugeben. Das sind zwei sehr widersprüchliche Forderungen. Das ist ein sehr großer Paradox. Wie kann man so sein? Weil Sie in dem Augenblick, in dem Sie sagen, dass Sie emotionell sind, auch subjektiv sind. Habe ich recht? Und wenn Sie sagen, dass Sie unpersönlich sind, dann heißt das, dass Sie von allem losgelöst sind, keine Gefühle haben. Nun, hier brauchen Sie beides, ein starkes Sentiment oder Gefühle, was man auch Rasa oder Bhava nennt, wobei Sie aber nicht subjektiv handeln dürfen. Die Gliedveda Antaranandam ist die innere Freude, ein innerliches Glücksgefühl. Es ist wie Gliedveda, wenn man vor einem großen Kunstwerk steht und sich den Noten des Wissens löst.
dann spüren sie in ihrem Inneren eine Freude, eine innere Zufriedenheit. Das ist, was es mit Rasa gemeint ist. Sie haben Rasa erlebt, gespürt. Der Pfad der Ästhetik, der Pfad der Gefühle, war eine Alternative auf der Suche nach Erlösung. Es mussten nicht nur Entbehrungen sein, die zur Erlösung führen. Erlösung erlangte man auch durch eine Verfeinerung der Gefühle, der Emotionen. Und davon ist im Natya-Shastra zum ersten Mal die Rede, in Paras-Natya-Shastra. Und seit Paras-Natya-Shastra bis zum heutigen Tag lebt diese Vorstellung weiter, insbesondere in der indischen klassischen Musik und Tanz- und Theaterkunst. Aus dem Samen wächst ein Baum, aus dem Baum eine Blüte und aus der Blüte des Baumes wächst eine Frucht. Genauso wie Rasa der Samen aller höheren Emotionen ist.
मुझे खेत जाओ नैया हे नैया दूर है किनारा. Es gibt wahrscheinlich nichts, was vom Taj nicht bereits gesagt wurde, einem der großartigsten Bauwerke der Welt. Ein Bauwerk, das Zeuge ablegt von Indiens hervorragenden baukünstlerischen Leistungen im 17. Jahrhundert zu Zeiten der Großmuggeln. Schauen Sie es sich doch nur einmal an. 20.000 Arbeiter brauchten fast 20 Jahre, dieses unsterbliche Bauwerk der Liebe zu errichten. Ein Bauwerk, wie es auf der Welt kein zweites gibt. Die Baukunst der Mogul ist eine sehr sinnliche, die deren großen Lebensfreude widerspiegelt. Sie brauchen nur einen Blick auf das Taj Mahal zu werfen, um an seiner üppigen Form und seiner verschwenderischen Pracht diese Lebensfreude zu erkennen. Lass die Pracht der Diamanten, Perlen und Rubine verblassen, wie den bezaubernden Glanz eines Regenbogens. Möge aber diese einsame Träne auf der Wange der Zeit, dieses Taj Mahal, in strahlender Helle für immer und bis in alle Ewigkeit weiter funkeln. Wenn Sie einen Blick auf Indiens älteste Bauwerke werfen, die der Hindus und Buddhisten, werden Sie sehen, dass es der Baukunst darauf ankam, ihre Vorstellung vom Kosmos wiederzugeben. War es nicht fantastisch, Bauwerke zu schaffen? Die Symbole, Abbilder der nicht manifestierten Welt über ihnen sein sollten. Wenn Sie sich die Bauwerke und Skulpturen von Khajuraho heute ansehen, werden Sie sehen, wie systematisch und hervorragend strukturiert die Baukunst des alten Indiens war. Alles wurde mathematisch aufs Genaueste berechnet. Man errichtete diese Wunder auf wuchtigen, hohen Sockeln, die den heiligen Raum auf dem Sockel von der materiellen Welt abgrenzen. Der indischen Bildhauerkunst ging es vor allem um eine Verkörperung spiritueller Erlebnisse und Eindrücke, nicht aber um eine Verherrlichung von dem, was körperlich wahrnehmbar ist. Überlegen Sie sich doch mal, welch ein großes Genie das gewesen sein muss, das den herrlichen Kailashnath-Tempel in Ellora schuf, der meiner Meinung nach überhaupt eine der glänzendsten Leistungen der Bildhauerkunst ist. Weil dieses Bauwerk nicht in dem Sinne gebaut, sondern aus dem Felsen gemietzelt würde. Und wir wissen praktisch nicht oder kaum etwas darüber, wer es schuf oder warum es ausgerechnet in dieser Gestalt entstand. Wie war es nur möglich, so viele Künstler dazu zu inspirieren, als Team zusammenzuarbeiten? Überlegen Sie sich doch einmal, welch ein phänomenaler Nationalindien wäre, wenn sie sich so anstrengen würde, wie der Baukünstler und Bildhauer von damals. Ich befinde mich hier im Chankeshwar-Tempel in Bellur im südindischen Bundesstaat Karnataka. Es heißt, dass es 103 Jahre gedauert habe, diesen Tempel bzw. die gesamte Tempelanlage fertigzustellen. Wenn Sie sich die Mauern und die Skulpturen an diesen Wänden ansehen, werden Sie wahrscheinlich verstehen, warum es so lange dauerte. Jeder Zentimeter hier ist von der Spitze bis zum Boden über und über mit kunstvollen Reliefs und Skulpturen verziert. Hier fehlt nichts. Geschichten aus den Epen, tanzenden Schönheiten, verführerisch in ihren Tanzbewegungen für die Nachwelt verwiegelt. Indiens größter Beitrag zur Ästhetik dieser Welt sind seine Skulpturen. Und wenn Sie mich fragen würden, wodurch sich diese Skulpturen grundsätzlich auszeichnen, so würde ich sagen,
dass es diesen Menschen gelungen ist, in ihnen das Endlose, das Wesen der Spiritualität auf sinnliche Art einzufangen. Diese Kombination, diese Ausgeglichenheit zwischen Geist und Körper, die Grundsatz des Yoga, ist und Voraussetzung für ein Verständnis der indischen Ästhetik, ist wohl kaum in einem anderen Land zu finden. Ich sah das Bild aus meinem Inneren vor meinen Augen Gestalt annehmen. Als ich es sah, erkannte ich, dass die Gestalt, die vor mir stand, ich selbst war. Ich begriff, was es mit der alten Redensweise auf sich hatte, der Bildhauer wird zur Skulptur. Da gibt es das Shilpshastra, eine Art Handbuch der Handwerkkunst mit Vorschriften über Proportionen, an das man sich so genau hielt, dass sogar der Umfang eines Ohrläppchens berechnet wurde, um es ästhetisch wirken zu lassen. Nicht Unvollkommenes kann einen göttlichen Charakter annehmen. In der indischen Bildhauerei werden die Augen als letztes angefertigt. Der Grund dafür ist, dass eine Gottheit so lange keine Gottheit ist, bis man ihr nicht Augen gegeben hat. Wenn während der Anfertigung eines Gottabbildes etwas schiefgegangen sein sollte, dann konnte es vernichtet werden, geschmolzen oder weggeworfen werden. Ein Gottesabbild mit Augen aber konnte nicht zerstört werden, weil es Gott war. Ein traditioneller Künstler in Indien würde nie direkt von der Natur kopieren. Er hat kein Vorbild zum Kopieren, sondern er kreiert sein Kunstwerk mittels seiner geistigen Vorstellungskraft, was man Dhyanam nennt. Wenn ein König seine Frau porträtieren lassen wollte, sagte er dem Künstler nur, dass sie ein Padmini-Gesicht habe mit Chitrani-Augen, was sehr erotisch war, weil eine Chitrani-Frau ein sehr sinnliches Wesen ist. Und wenn sie ein Padmini-Gesicht hat, bedeutet das, dass sie schelmische Augen hat. Der Künstler verstand sofort, was gemeint war und brauchte das Mädchen nicht, es zu sehen. Das war zwar nicht sehr realistisch, aber er fertigte ein Abbild mit einem Padmini Gesicht mit Chitrani-Augen an. Und der König würde sagen, dass das genau seine Frau wäre. Es kommt dabei nicht auf körperliche Ähnlichkeiten an, sondern wichtig ist, ihr Wesen genau wiederzugeben. Nur wenn man selbst als Person ganz und gar in diesem Prozess aufgeht, das heißt, eins mit ihm wird, mit Schrift, Inhalt und Form, sogar dem Fluss der Tinte und dem Werkzeug, das man verwendet. Erst wenn all diese Dinge fest im Bewusstsein verankert sind, fließen die Linien, wie von selbst, noch bevor man den Stift ansetzt, wie bei einem Sänger, der eine Note anstimmt. Aber wie gesagt, dazu muss man sich ganz und gar seiner Kunstrichtung ergeben, muss in ihr aufgehen. Eine Vision, eine persönliche Vision benötigt viel Zeit, sich zu entfalten. Dazu das Beispiel eines Kreises. Jeder kann versuchen, einen Kreis zu zeichnen. Solange sie aber keine Erfahrungen im Zeichnen haben, fehlt ihnen auch das Vertrauen und der Kreis, den sie malen, wird nichts Besonderes sein. Die Linien werden keine Kraft besitzen. Wenn sie den Kreis zu zeichnen beginnen, wissen sie, wo er enden wird. Die sieben Noten der Musik und die sieben Farben des Regenbogens sehen für alle gleich aus. Alles hängt nur davon ab, wie wir sie verwenden. Die Betonung von Vorstellungskraft, die Freiheit, sich nicht an die Einschränkungen von Realität und Realismus halten zu müssen, beflügelten die künstlerische Kreativität,
Aufgabe des Künstlers ist, Schönheit darzustellen, zu porträtieren. Vom indischen Standpunkt ist Schönheit etwas, wonach gestrebt und verwirklicht werden muss, ungeachtet dessen, ob durch Künstler oder Betrachter. Erst dann, wenn sich die Betrachter, Laie oder Kenner bzw. der Rassik in Gedanken am kreativen Prozess beteiligt, kann es zu einem ästhetisch bereichernden Erlebnis kommen. Ich glaube, es ist ein typisch indischer Brauch, anhand von Geschichten zum Nachdenken aufzuregen. Wir denken viel stärker in Form von Geschichten, in erzählerischer Form, und genau das war unser Pluspunkt. Sogar die Regierungskunst wurde jungen Prinzen anhand von Geschichten beigebracht, und zwar den Geschichten des Panchtantra. Auch Mathematik wurde mit Hilfe von Geschichten gelehrt. Jede Aufgabe beginnt mit einer Frage, die von Lila gestellt werden. Und so sind wir daran gewöhnt, anhand von Geschichten denken zu lernen und mittels Geschichten Bildung zu vermitteln. Deshalb wird man heute noch, wenn jemand etwas Wichtiges sagen möchte, als Erstes sagen, ich will dir eine Geschichte erzählen. Das ist unsere Art zu sprechen. Es gibt keine andere Kunstform, die uns Gott näher bringt, als Musik. Musik ist wie Meditation. Musik besitzt die Kraft, zu befreien und zu erleuchten, und zwar nicht nur den Musiker, sondern auch den Zuhörer. Rhythmus ist Herz und Seele der Schöpfung, ist das, was das Atom bewegt. Es ist der Rhythmus, der Bilder aus dem Verschwommenen schafft und Nichtfassbares greifbar macht. Das ist Maya. Das ist die Kunst der Schöpfung und die Kunst der Literatur. Das ist der Zauber des Rhythmus. Ich glaube, es gibt nichts, was einen Künstler so stark inspiriert wie die Natur. Wir lernen so viel von der Natur. Es gab so vieles in meinem Leben, was mich beeinflusste. So viele Ereignisse, Anekdoten. Es kann Musik gewesen sein oder ein Musiker oder vielleicht sogar sein Heim oder sein Land, das ich besuchte. All diese Erlebnisse fanden in meiner Musik Ausdruck. Wenn jemand stirbt, gibt es dafür Musik. Wenn ein Kind geboren wird, gibt es Musik. Wird etwas eingeweiht, gibt es Musik, und wenn sie in den Tempel gehen, ist dort Musik zu hören. Musik ist überall. Es ist so schön, dass Musik in unserem Land einen festen Platz hat. Unseren Traditionen zufolge weilt Gott dort, wo es Musik gibt. Welches ist von allen die schönsten Raga? Natürlich Bhairava. Nachdem sie dem Gott Shiva geweiht ist, verdient sie es, Queen der Raga zu sein. Es gibt Augenblicke, ganz flüchtige Augenblicke nur, wenn ich einen Ton anstimme, dass ich tief in meinem Inneren glaube, den Prozess der Schöpfung zu spüren. Wenn ich mich dann hinsetze, um Ragandhar zu singen, ergreift mich plötzlich das Gefühl,
alle Menschen lieben zu müssen. Durch Gottes Gnade ist man auf der ganzen Welt auf unsere klassische indische Musik, unsere Kunst, unsere Kultur aufmerksam geworden. Indische klassische Musik, die Botschaft der indischen klassischen Musik ist eine der Freiheit, die Freiheit, innerhalb bestimmter musikalischer Regeln improvisieren zu dürfen. Wenn Ihre Kunst Anklang finden soll, die Zuhörer ansprechen soll, so benötigt man zunächst den Segen der Götter, dann Ihres Gurus und dann alle älterer Menschen, in der Mitte sie leben, einschließlich ihrer Eltern. Musik ist meiner Ansicht nach eine Lebensweise. Musik steht in einer engen Beziehung zu unserem alten, würdevollen Umgangsformen, einem alten System, Respekt, Etikett und Traditionen. Solange Klang ohne Rhythmus ist, gibt es keine Musik. Auch sie haben eine Stimme, jeder hat eine Stimme, aber erst nach jahrelangem Resas bzw. Gesangpraxis kann man Klarheit und Perfektion erreichen, damit, wenn sie singen, auch Laien unter den Zuhörern sagen, ich verstehe zwar nicht, was er singt, es hört sich aber sehr schön an und rührt an meinem Herzen. Sie überspringt alle Grenzen, weil sie eine universelle Sprache spricht und es nach einem gewissen Punkt es die Gefühle sind, nach denen sie streben und nicht eine bestimmte Note oder Melodie. Musik öffnete schon immer Türen. In Indien werden sogar die primitivsten künstlerischen Arbeiten von einem Gefühl der Verbundenheit mit dem Universum vorangetrieben. Und deshalb auch lohnt es sich dazu Mühe, Zeit und Kraft aufzuwenden, sogar zum Kreieren der vergänglichen Dinge. Und aus diesem Grund auch ist jedes Stück Kunst und Kunsthandwerk, das Sie in Indien sehen, eine Originalarbeit. Im Räumlichen mittels der Baukunst, in der Form mittels der Skulptur, im Körper mittels Tanz, in Worten mittels der Dichtkunst, im Klang mittels Musik, im Denken mittels Mathematik. Berührt der Mensch das Göttliche in ihm, wenn er Ordnung und Rhythmus entdeckt.